Also gut, zuerst kommen alle Lollis in diese Wanne, genauso. Jetzt kommt das Epoxidharz zum Einsatz. Wichtig ist, dass rundherum alles gefüllt wird. Das sollte reichen. Jetzt kommen die Bonbons. Die sind hübsch und bunt. Ich verteile sie auch rundherum. Und dann wird's Zeit zum Festwerden. Tada! Ein süßer Bilderrahmen, der sich sehen lassen kann. Hallo? Oh, hey! Ich hab Hunger. Ich brauche einen Snack. Echt jetzt? Der Wal hat was? Was war das? Das werde ich mir schmecken lassen. Her damit! Komm schon, gib her! Oh, aber die gehören mir. Na gut. So lecker. Gib mir mehr. Komm schon. Teil mit mir. Muss ich? Ich wusste, dass das so kommt. Hier, noch eins. Hast du keine eigenen Süßigkeiten? Warum? Ich kann doch deine essen. Aber das ist nicht nett. Sie ist so gierig. Das reicht. Du hattest genug. Nein, ich habe immer noch Hunger. Bitte? Oh. Nein, sorry. Ich muss doch irgendwas tun können. Moment. Ich habe eine Idee. Dieser Holzkorb ist genau das Richtige. Ich kann ihn nutzen, um an die Süßigkeiten zu kommen. Und ich muss dafür nicht mal aufstehen. Ich wickle das Seil um den Griff. Genau so. Und jetzt kann ich den Korb zu mir runterlassen. Moment, ich brauche was, wo ich ihn aufhänge. Ah, der Kleiderständer. Perfekt. Er agiert als Zugsystem. Und runter damit. Vorsichtig. Sorry, ich schlafe. Oh ja, wen kümmert's? Ich hab diesen Greifer. Ha, geschnappt. Das perfekte Verbrechen. Oh, das sieht gut aus. Das nehme ich auch. Und rein damit. Das sollte reichen. Haha, alles meins. Das habe ich mir aber verdient. Ich liebe Süßes. Hä? Wo sind meine Süßigkeiten hin? Alles weg. Sky hat es geklaut. Nun, ich habe dich gebeten zu teilen. Ich bin mal nicht so. Hier hast du was. Das soll alles sein? Naja, immerhin etwas. Ich werde es trotzdem essen. Oh, Zeit für meinen Schönheitsschlaf. Das ist eine gute Idee. Ah. So hübsch. Ich liebe diesen Lippenstift. Ein bisschen noch? Das sollte reichen. Ich trage besser auch Mascara auf. Oh, ich hasse diesen Teil. Letztes Mal bin ich verrutscht und ich musste eine Woche lang eine Augenbinde tragen. Mal sehen, wie ich aussehe. Hä? Bin ich das? Was ist passiert? Okay, es gibt nur eine Lösung. Das muss alles runter. Mit meinen Einhörnern zu spielen macht sonst immer so viel Spaß. Aber heute nicht. Oh, ich weiß. Hey, Sky. Hä? Was ist los? Alles okay? Warte. Ich glaube, den kannst du brauchen. Ugh. Hast du keinen hübscheren Spiegel? Ich hab nur den hier. Na toll. Schätze, der muss ausreichen. Oh, ich weiß. Ich kann ihn mit Muscheln dekorieren. Fangen wir an. Ich lege den Spiegel auf eine flache Oberfläche und trage Kleber auf dem Rahmen auf. Dann drücke ich die Muscheln an. Ich platziere die Muscheln einmal um den kompletten Spiegel. Das wird toll aussehen. Fast fertig. Die letzte Muschel. Wow. Erinnert mich an zu Hause. Oh. Wow, kannst du auch einen für mich machen? Was? Schau mich an. Ich habe viel zu tun. Oh, wofür eigentlich? Mr. Einhorn ist so flauschig und weich. Mir? Bekomme ich auch eine Umarmung? Okay. Wir hatten eine tolle Zeit zusammen. Wow, du hast recht. Es ist so weich. Mir? Alles okay? Wuhu! Ich hoffe, diese Zeit wird nie enden. Du vervollständigst mich, Mr. Einhorn. Ich will nie wieder ohne dich sein. Wow, was für wunderbare Erinnerungen. Was hast du getan? Ich glaube, ich habe ihn zu fest umarmt. Warum? Er war so jung. Schon okay. Ich bringe das in Ordnung. Zuerst
skizziere ich die Form eines Einhornkopfes auf Pappe. Dann schneide ich es aus. Nun gebe ich Kleber auf die Pappe und drücke die Füllung an. Als nächstes lege ich die Pappe auf diesen Stoff. Für den nächsten Teil brauche ich einen Stift. Ich zeichne die Umrandung der Pappe auf den Stoff. Nun schneide ich es aus. Ich drehe die Pappe um und gebe mehr Kleber auf die Rückseite. Ich falte den Stoff auf den Kleber und wenn ich fertig bin, kommt die Mähne dran. Diese Wolle ist perfekt dafür. Ich werde unterschiedliche Farben verwenden. Als nächstes bedecke ich die Rückseite mit mehr Stoff. Aber ich bin noch nicht fertig. Jedes Einhorn braucht ein Horn. Ich werde es aus diesem Glitzerpapier fertigen und es ausstopfen. Ich drücke das Ende zusammen und klebe es auf den Kopf. Das ist echt entspannend. Ich klebe den Zopf auf den Kopf. Ich wünschte, ich hätte auch solche Wimpern. Durch das Make-up bekommt unser Einhorn rosige Wangen. Was für ein hübsches Einhorn. Schau, was ich habe. Lass mich mal sehen. Wie findest du es? Es ist nicht Mr. Einhorn, aber ich mag es. Danke. Mia? Nein, niemals, Guy. Mia, die Schleife fehlt noch. Oh, so hübsch. Vielleicht kann ich... Nein, Hände weg. Wie unhöflich. Diese Algen sehen lecker aus. Yummy. Wow, die Sonne blendet total. Ich muss mich schützen. Ich habe eine Idee. Ich kann Schatten kreieren. Ich hänge einfach diese Bänder um dieses Seil. Ich habe echt Hunger. Oh, bunte Nudeln. Genau, was ich brauche. Etwas zäh, aber schon okay. Das wird das Licht abhalten. Hä? Ich dachte, ich hatte mehr. Seltsam. Was ist denn da unten los? Hä? Ups. Ich muss mir was anderes einfallen lassen. Moment mal. Ich könnte Mia hiermit ablenken. Oh, ein Ball. Komm zurück, Ball. Ich wünschte, das wäre mir früher eingefallen. Wow, sie mag den Ball echt gern. Das ist meine Chance. Ich muss schnell sein. Das wird funktionieren. Ich weiß es. Sie ist doch beschäftigt. Gut. Das war lustig. Fast fertig. Das sieht cool aus. Nein, hör sofort auf. Oh, wenigstens habe ich noch meinen Ball. Manche Leute. Ha, jetzt bekomme ich meinen verdienten Schlaf. Ah, so friedvoll. Was für ein entspannter Tag. Ich vermisse das Meer. Meer? Hast du auch Heimweh? Ja, die ganze Zeit. Vielleicht kann ich etwas machen, das Mia an zu Hause erinnert. Ich brauche diese Wolle. Und sie muss schön bunt sein. So. Es ist ein Regenbogen. Mia wird es lieben. Wow, ist das für mich? Das ist perfekt. Das macht mich echt glücklich. Ich mache besser auch was für Sky. Ich habe diesen kleinen Einhorn-Squishy. Den kann ich benutzen. Ich muss Wasser in das Einhorn spritzen. Oh, sieht aus wie ein Kugelfisch. So süß. Sky, das ist für dich. Ich hoffe, es gefällt dir. Wow, das erinnert mich an einen alten Schulfreund. Zeit, Sky einen Streich zu spielen. Ernsthaft? Ups, das war echt lustig. Ah, mein toller Regenbogen. Ach, das hätte ich doch wissen müssen. Hä? Was ist das für ein Geräusch? Hilfe! Die Dinge sind hier etwas außer Kontrolle geraten. Oh, ich bin so nervös. Yes, Kylie will mich besuchen. Alles muss perfekt sein. Jedes Mädchen steht auf Popcorn. Halt, der Schriftzug muss nach vorne. Schon viel besser. Und nun zu mir. Ich darf auf keinen Fall wie eine alte Socke riechen. Schon besser. Sitzt die Frisur? Glatt rasiert. Gut, gut, perfekt. Wann ist sie denn endlich da? Puh, cool bleiben, Mann. Was läuft gerade in der Glotze?
Oh, das ist nicht gut. Ah, geht doch. Ich dachte schon, der Fernseher wäre hinüber. Komm zurück! Gerade eben hast du doch noch funktioniert. Nein, nein, nein! Oh, das darf nicht passieren! Komm wieder ans Laufen, bitte, ich brauch dich! Vielleicht brauchst du eine Umarmung? Oder sind Kabellose? Der Winkel muss stimmen. Na, mach schon. Ist es so besser? Immer noch nichts? Na, mach schon, funktionier wieder! Jetzt? Wow, ich falle! Das wird ein blauer Fleck. Moment! Die Box habe ich ja total vergessen. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Mach ein Loch in die Seite. Und dann nimm den Deckel ab. Stell die Box zur Seite. Und befestige eine Linse in Styropor. Achte darauf, dass die Größe passt. In die Mitte kommt eine zweite Linse. Dein Handy mit Lieblingsfilm kommt hinten hin. Und nun sollte alles wieder funktionieren. Wuhu! Auf jeden Fall muss die Box oben stehen. Puh, das Bild ist echt gut. Ist sie da? Danke für deinen Besuch, Kylie. Das ist mein Lieblingsfilm. Echt gutes Bild. Eine Rose für eine Rose. Es gibt Popcorn, falls du was knabbern willst. Danke. Dann lehn dich mal zurück und genieße. Meine Lieblingsstelle. Oh, meine Benachrichtigungen sind noch an. Mann, ist das peinlich. Passiert dir wohl öfters was? Die Augenbinde ist weich. Mach's dir nicht so gemütlich. Und los. Wow, das ist tricky. Nicht schummeln. Wo ist es denn? Nein! Was ist passiert? Oh, meine Mom bringt mich um. Wie repariert man denn einen Blumentopf? Wir brauchen unbedingt eine Lösung. Das war Moms Lieblingspflanze. Seit Tag 1 waren sie beste Freunde. Mom hat die Pflanze wie ein Baby behandelt. Weißt du noch, wie sie der Pflanze vorgelesen hat? Die Pflanze ist ihr ganzer Stolz. Und jetzt ist sie zerstört. Das Aquarium. Ich habe eine Idee. Das sind schließlich auch Pflanzen, oder? Los geht's. Der Patient hat mehrere Brüche. Skalpell. Das geht auch. Mal sehen. Zunächst kommen Steine hinein. Jetzt etwas Erde. Und noch was graben. Mehr Erde. Super. Mach so weiter. Letzte Fuhre. Und jetzt einfach flach draufdrücken. Stelle ein Häuschen oben drauf. Und verschönere es mit Pflanzen. Tada! Voll schön, oder? Mom wird's lieben. Auf jeden. Komm, wir stellen sie zurück auf den Tisch. Du bist über den Berg, kleiner Kumpel. Vorsichtig. Gut so. Puh, das war ein echter Notfall. High five! Mom! Was ein anstrengender Tag. Hier sieht alles in Ordnung aus. Was zum Geier? Seltsam. Naja. Yes! Noch schneller! Schneller, habe ich gesagt! Na, macht dir das Spiel Spaß? Brauchst du wirklich so viele Kabel? Ach, ich will gar nicht hinsehen. Räum das sofort auf, hörst du? Räum sofort die Kabel auf! Mom, ich zocke gerade. Das geht doch auch ordentlicher, oder? Du stehst voll im Bild. Oh, sie verheddert sich gerade echt selbst. Oh! Dann los, hilf mir endlich! Ist alles in Ordnung? Räum das weg, hörst du? Ugh, gar keinen Bock auf Aufräumen. Das war's dann mit Zocken. Den Kabelsalat zu beseitigen wird ewig dauern. Wow! Mein Spiel! Gefangen! Puh, das war knapp. Na, dann zocke ich eben weiter. Wo war ich stehen geblieben? Das ist doch schon viel besser. Beinahe. Mom!
Wie hast du da drunter gepasst? Gibt's jetzt Ärger? Räum endlich diese Kabel da weg. Ja, Mom. Keine Ahnung, was ich hier tue. Benutze die Rolle. Ich zeig, wie das geht. Sind die Kabel in einer Reihe? Binde sie mit einem Kabelbinder fest. Lass etwas Platz für weitere Kabel. Und ordne sie etwa so. Mach das mehrmals. Den Rest schneidest du ab. Siehst du, wie ordentlich das ist? Jetzt ist die Küchenrolle dran. Die eignen sich perfekt für kurze Kabel. So, und nicht vergessen, sie zu beschriften. Bewahre sie in einer Box auf. Und rein mit dir. Wow, ich bin so ordentlich. Bravo, mein Junge. Das hast du wirklich gut gemacht. Sehr cool. Das heißt, ich kann endlich weiter zocken. Ich habe noch ein paar Level vor mir. Yes! Hey, was? Die Batterien sind leer? Oh, immer ist irgendwas. Hey, ich kann das Ladekabel benutzen. Mit nur einem Handgriff gefunden. Ordnung halten lohnt sich doch. Wer braucht schon Batterien, wenn man ein Kabel hat? Wow, und weiter geht's. Ah, endlich etwas Zeit für mich. Hey, was zum Geier? Mein Tisch. Sind meine Beine denn so schwer? Kann ich das einfach wieder zurückstecken? Naja, sieht nicht danach aus. Na los, geh endlich rein. Warum passiert mir sowas? Der Tisch ist dann wohl hinüber. Oh Mann, echt schade. Danke für gar nichts. Ha! Ab in den Müll mit dir. Ich kaufe echt nie wieder billige Möbel. Die reinste Verschwendung. Und jetzt? Hey, wer hat seinen Reifen da vergessen? Der gehört jetzt mir. Niemand wird ihn vermissen. Hey, das ist mein Reifen, Lady. Sie rollt einfach davon. Das ist mir echt noch nie passiert. Komm zurück! Ach, endlich wieder zu Hause. Der Reifen wird mein nächster Couchtisch. Bereit, Kleber? Wir brauchen jede Menge Kleber hierfür, damit sich die Schüssel nicht bewegt. Und nun kommt das Seil. Schnell, bevor der Kleber trocknet. Nach jeder Seilreihe kommt Kleber hinzu. Perfekt. Und am Ende sollte der ganze Reifen in ein Seil gewickelt sein. Fülle die Schüssel mit Erde. Dann kommen Steine und Sukkulenten hinzu. Und das Ganze bedeckst du mit einer Glasscheibe. Et voilà, der Tisch ist fertig. Ja, den habe ich selbst gemacht. Du bist so begabt. Richtig talentiert. Sorry, bin spät dran. Cooler Tisch. Woraus besteht er denn? Naja, den habe ich auf der Straße gefunden. Dann habe ich ihn mit nach Hause gerollt. Der hat auch niemandem gehört oder so. Moment mal, du bist der Reifendieb? Mehr gibt's dazu auch nicht zu erzählen. Ups. Wie ist das möglich? Ich muss weiterlesen. Okay, ja, das macht Sinn. Das verstehe ich. Was ist, wenn... Au, mein Kopf. Autsch. Kurs für coole Leute? Oh mein Gott. Okay, beruhig dich wieder. Das ist meine Chance. Oh, ich betrete den Raum. Oh mein Gott, das ist sowas von cool. So viele coole Leute auf einem Haufen? Da drüben stechen sie sich Tattoos. Und der Typ spielt Gitarre. So cool. Mach weiter, das wird ein rattenscharfes Tattoo. Oh, das sieht schmerzhaft aus. Hoffentlich desinfizieren sie die Tattoo-Nadel. Oh, sie sieht mir sympathisch aus. Lieber nicht. Wow, sie hat den Typen im Armdrücken besiegt. Oh mein Gott, sie ist ja die Lehrerin. Was? Es gibt einen Dresscode? Was wird von mir verlangt? Mal sehen. Oh, Piercings. Sehr viele Piercings. Was mache ich nur? Ich bin nicht cool genug für den Kurs. Mit den Hausaufgaben bin ich auch schon fertig. Moment mal, die Büroklammer. Oh mein Gott, das bringt mich auf eine Idee. Okay, für diese Idee brauche ich mehrere Büroklammern. 4 sollten reichen.
Nun brauche ich einen Drahtschneider. Die kleinen Ringe stecke ich mir an Lippe und Nase. Jetzt sind meine Kleidung und Haare dran. Zeit, mich den Leuten nochmal vorzustellen. So cool! Willkommen in unserem Kurs! Rock on, eine von uns! Zieht euch ihre Piercings im Gesicht rein! Krass! Hey, sie gefällt mir echt gut. Ich muss sie anbaggern. Hey. Hebt euch das bitte für später auf. Okay, aber hey, setzt dich an den Tisch neben mich. Lauf! Wir werden noch pitschnass. Oh, puh, der Regen scheint nachzulassen. Zum Glück. Ja, der Regen war heftig. Oh nein, mein Schachbrett! Das ist voll im Eimer. Wie konnte das nur passieren? War das der Regen? Beruhig dich. Warte hier, bin gleich wieder da. So ein Mist. Okay, ich bin gleich soweit. Ich muss noch den Raum schützen. Handschuhe bereit. Es kann losgehen. Die Formen stehen bereit. Jetzt wird noch etwas Glitzer hinzugemischt. Okay, nun fülle ich das in die Form. Nicht zu viel. Ich muss noch mehr zusammenmischen. Noch etwas mehr Rot. Und natürlich etwas Glitzer. Gut, das fülle ich nun in die zweite Form hinein. Perfekt, das muss nur noch trocknen. Yep, die kann man rausnehmen. Das hat gut funktioniert. Jetzt brauche ich noch ein paar davon. Langsam wird es. Aber die Mischung muss noch etwas klarer werden. Die Konsistenz sieht gut aus. Nun fülle ich das in die Form hinein. Die Flüssigkeit muss einmal komplett über die ganze Fläche fließen. Nicht zu viel und nicht zu wenig. Okay, die Ecken sind aufgefüllt. Nur diese hier fehlt noch. Yes, endlich fertig. Oh mein Gott, das sieht richtig toll aus. Hey, mach nicht so ein trauriges Gesicht. Ich habe dir ein neues gemacht. Das hast du für mich gemacht? Wow, das ist so wahnsinnig cool. Hey, Lust auf eine Partie? Uff, diese Party soll absolut perfekt werden. Okay, bin wieder da. Das Geschenk wird dir gefallen. Ich schleiche mich an sie heran. Rate, wer ich bin. Oh, ha? Wer könnte das sein? Jemand, den ich kenne. Oh, Jake, du bist es. Happy Birthday. Und sieh mal, das ist dein Geschenk. Oh, ich freue mich so. Was er mir wohl schenkt? Das Geschenk wird dir gefallen. Ich schenke ihr einen Löffel. Oh nein, wie ist das denn passiert? Ich muss mich an heute Vormittag zurückerinnern. Wow, das ist eine schöne Kette. Die wird dir ganz bestimmt gefallen. Für die Kette musste ich tief in die Tasche greifen. Moment mal, ist es schon so spät? Oh je, ich sollte mich besser beeilen. Oh, so ein Pech auch. Was zum... Wow, ich scheine ganz schön sauer auf den Löffel zu sein. Wenigstens glänzt er. Daraus kann man definitiv etwas machen. Okay, mit einer Zange werde ich nun das Löffelstück verbiegen. So ist es gut. Als nächstes kommt natürlich Glitzer. Wow, da sieht mal einer an. Das sieht schon viel besser aus. Wow, das ist echt gut geworden. Viel besser als erwartet. Okay, das hat mir den Tag gerettet. Hä? Was macht sie da? Oh, sie ist eingeschlafen. Sie hat sehr geduldig gewartet. Ich wecke sie mit einer Überraschung auf. Wow, ihr seid ja alle schon da. Schau mal, das ist ein Geschenk. Gefällt es dir? Oh mein Gott, vielen Dank. Das ist mein schönster Geburtstag ever. Wow, diese Kekse riechen echt wunderbar. Da ist sie ja. Oh mein Gott, sie ist so wunderschön. Ich liebe ihren Haarschwung in Slow Motion. Mit ihrer Brille hat sie bestimmt eine gute Sehstärke. Damit sieht sie bestimmt alles in HD. Ah, hi. Willst du einen meiner Kekse haben? Sehr gerne. Danke. Sehr lecker. Hier, du solltest deine Kekse auch probieren. Oh ja, das wäre wirklich wunderbar. Wo ist dieses Klassenzimmer? So, dann will ich mal loslegen. Puh. Ich schaff das. Ich pack das. Alles wird gut. Oh nein. Oh, das hat wehgetan. Worauf bin ich gelandet? Auf einem Keksausstecher. Oh, wow, sie ist so schön. Das bringt mich auf eine geniale Idee. Mit diesen zwei Formen mache ich eine Herzform. Erledigt. Nun muss die Mitte aufgefüllt werden. Ich benutze die Spritze, damit es ordentlich wird. Mit dem UV-Licht trocknet es schneller. Es fehlt aber noch Glitzer. Die Herzchen, Sterne und Blumen sind so wunderschön. Nun kommt die zweite Form obendrauf. Perfekt. Ah, dieser Schlüsselanhänger ist für dich. Oh wow, der ist für mich? Der gefällt mir sehr. Die schmecken echt gut.
Hey, sieh dir diese Trophäe an. Ich habe gewonnen. Ist das zu fassen? Ist das nicht großartig? Na, bist du beeindruckt? Ich bin beeindruckt. Da passen Gummibärchen hinein. Was? Nein, dafür ist ja nicht gedacht. Sieh her, so habe ich die Trophäe gewonnen. Die ist für den besten Taucher. Also für mich. Ich bin der Beste. Oh wow, schon kapiert. Glückwunsch. Und eigentlich wollte ich dir das hier geben. Wow, ein schöner Schlüsselanhänger. Ist der selbst gemacht? Ja, das war nicht so schwierig. Ich habe in eine kleine Tüte Muscheln hineingelegt. Und dann habe ich blaues Epoxidharz reingetan. Das habe ich in die Tüte mit den Muscheln gegossen. Sieht aus wie Meerwasser. Okay, das sollte reichen. Jetzt muss es noch trocknen. Soweit, so gut. Als nächstes habe ich die Tüte entfernt. Zum Schluss kam noch der Schlüsselring hinzu. Den habe ich hier befestigt. Und voilà, schon war er fertig. An deiner Trophäe macht er sich echt gut. Oh wow, nun sieht die Trophäe noch besser aus. Nicht wahr? Freut mich, dass es dir gefällt. Vielen Dank, mein Schatz. Ich liebe Malen über alles. Oh hey, was machst du da drüben? Nein, nicht hersehen. Das ist noch nicht fertig. Was? Ach komm, lass mal sehen. Das ist bestimmt gut. Na gut. Wow, das ist echt toll. Ist dir wirklich gelungen? Oh, du hast eine ganz schöne Sauerei hinterlassen. Ich weiß. Aber hey, das haben wir gleich. Warte hier, ich muss etwas erledigen. Zuerst spitze ich diesen Stift. Schon besser. So eine lustige Spirale. Nun befestige ich einen Ring daran. Sieht aus wie eine Blume. Das sieht besser aus als erwartet. Tada! Der Ring ist für dich. Wirklich? Der sieht toll aus. Unglaublich, dass du das nur mit Stiften gemacht hast. Ich liebe Schulaufgaben. Hoffentlich hat die Klasse gelernt. Oh mein Gott, nichts davon ergibt Sinn. Miss, ich habe eine Frage. Ich brauche Hilfe. Bitte lies, was auf der Tafel steht, Julie. Es werden nun keine Fragen mehr gestellt. Der Test beginnt gleich. Oh, stimmt. Ich habe nur geübt, wie man sich meldet. Mhm, klar, natürlich. Hey, ich bin hier wegen dem Test oder sowas. Na, nervt das. Ich habe gar keinen Bock auf den Test. Die da drüben sieht vorbereitet aus. Dann rutsche ich mit meinem Tisch wohl was näher ran. Miss, sie rutscht mit dem Tisch näher ran. Also dann, der Test beginnt. Fangt bitte an. Okay, ich schaffe das. Ich muss nur die Fragen beantworten. Ich dehne mich etwas, bevor ich beginne. Zum Glück habe ich einen Spicker dabei. Was glaubst du, was du da tust? Wusste ich's doch. Ein Spicker. Gib den her. Fang nun an, die Fragen zu beantworten. Mir doch egal, ich habe noch mehr Spicker dabei. Denk nicht mal im Traum dran, das nehme ich. Echt jetzt? Die ist ja wie ein Ninja, irgendwie cool, aber... Okay, wie beantworte ich jetzt die Frage? Vielleicht sollte ich diesen Spicker hier benutzen. Das ist mein letzter Spickzettel, den ich vorbereitet habe. Hey, was hast du da im Federmäppchen? Ein weiterer Spicker? Gib das her. Hier, nimm meine Stifte und fang an. Mein Stift. Vielleicht könnte der mir weiterhelfen. Ja doch, das könnte eigentlich funktionieren. Als erstes erhitze ich die Messerklinge mit einer Flamme. Soweit so gut. Jetzt ist sie heiß. Dann mache ich ein kleines Loch in den Stift. Etwa so. Nun brauche ich zwei Zahnstocher und ein Gummiband. Das Gummiband wickle ich um den Zahnstocher. Okay, der Spicker, den ich vorbereitet habe, wird nun in den Stift geschoben. Die Zahnstocher helfen beim Einrollen. Und dann wird der Stift wieder zusammengesteckt. Perfekt! Ja, das wäre echt eine geniale Erfindung. Oh, ach ja, der Test. Ich sollte mal anfangen. Ich bin ein richtiger Profi im Urbalancieren. Hey, Stifte weg, die Zeit ist um. Bitte legt alle Stifte jetzt weg. Ach, ich liebe Schulaufgaben. Der Test war sowas von einfach, richtig easy. Wie, der Test ist schon um? Ich habe noch nicht mal angefangen. Hey, wie geht's? Ich setz mich mal zu dir. Oh, wieso kriege ich keine Creme raus? Mach schon, das ist echt blöd und frustrierend. Ich drück einfach ganz fest. Ja! Was zum Geier machst du denn? Ups, deine Creme ist auf meinen Händen und meiner Tasche. Die Tasche ist nun ruiniert. Oh Mann. Nein, kein Grund zur Panik. Ich kümmere mich drum, versprochen. Und jetzt macht sie einfach die Fliege. Da ist so viel Creme drauf, eine Riesensauerei. Okay, ich rette die Tasche mit einer Papierrolle und etwas Kleber. Das sollte reichen. Dann befestige ich Papier ringsherum. Okay, genau so. Mit einer Schere schneide ich die Enden. Noch ein paar mehr. Gut, Zeit für etwas Kleber. Die Enden kann ich nun einknicken und auch festkleben. Meine arme Tasche. Vielleicht kann ich die Creme ja wegwischen. Ha, was macht sie da? Oh, versucht die Creme wegzuwischen. Ich mach mal besser weiter. Sie sieht traurig aus.
Gut, die Enden sind alle festgeklebt. Zeit für etwas Dekoration. Hierfür nehme ich etwas Gelb. Das sieht schon richtig gut aus. Kann ich die Creme vielleicht absaugen? Oh, hey! Oh, lass meine Tasche los, du blöder Staubsauger! Nein! Auf! Bitte, gib her! Das gehört mir! Wow, die rostet ja komplett aus da drüben. Ich male noch eine Zitronenscheibe dazu. Und male die Ränder hinzu, damit sie hervorstechen. Oh, so süß! Ich liebe Zitronen so sehr. Ich male den Früchten noch einen kleinen Freund hinzu. Nun befestige ich gelbe Papierstreifen auf der Oberseite. Nice, sieht gut aus. Zeit für mehr Dekoration. Ich darf die Buchstaben nicht zu groß malen. Dann male ich sie aus. Das Blau gefällt mir sehr gut. Okay, die Buchstaben sind nun ausgemalt. Dann brauche ich noch etwas Wellpappe. Damit schließe ich das Ende der Röhre und klebe noch mehr Papier darüber. Okay, und nun kommt der Cremespender obendrauf. Den befestige ich mit Kleber an der Röhre. Soweit, so gut. Und nun kommt der Klettverschluss hinzu. Den befestige ich in der Innenseite der Röhre. So kann man die Röhre öffnen und jederzeit schließen. Darin kann man Stifte sicher aufbewahren. Wow, ich bin wirklich von mir selbst beeindruckt. Na los, Babyhand, du kannst die Creme entfernen. Ich glaube an dich. Hey, Julie, ich bin wieder da und ich habe was für dich. Oh, sie ist sehr vertieft. Hey, Julie, reiß dich zusammen. Na los, stell dich nicht so an, das ist wichtig. Hey, schau mal, ein neues Federnäpfchen für dich. Oh, das ist so süß, das gefällt mir sehr. Vielen Dank. Hier, du kannst mein altes Federnäpfchen dafür haben. Das gefällt dir bestimmt so gut wie mir. Oh, klar, das ist echt lieb von dir. Wie ihr sehen könnt, sind die Farben dieses Bildes himmlisch. Sie erinnern an heiße Sommernächte und einen Drang nach... Okay, bist du bereit zu beginnen? Komm, wir legen los. Keine Sorge, mir geht's gut. Kunst kann gefährlich sein. Beginnt nun auf euren Leinwänden zu malen. Ich bin hier, wenn ihr Fragen habt oder Hilfe braucht. Okay, ich bin bereit, so richtig loszulegen. Exzellent, die Farben sprechen für sich. Ich brauche noch mehr Farben für mein Bild. Oh, Farben, gib mir mehr Farben. Mehr, diese Farben und diese hier auch. Yes, genau so habe ich mir das vorgestellt. Nice. Genau so, das ist Leidenschaft. Macht weiter so. Die Farbe scheint leer zu sein. Dann nehme ich eben eine andere. Hä? Wo sind all die Farben hin? Hey, die liegen alle bei ihr. Wie gemein, was mache ich denn jetzt? Und noch etwas mehr hier. Yes, perfekt. Das ist lächerlich. Wie soll ich mit einem leeren Stift malen? Augenblick, ich habe eine Idee. Los geht's. Ich liebe diese Malbücher. Wo sind sie denn? Die kommen mit. Erwischt. Oh, ich dachte, ich hätte irgendwas gehört. Wo sind meine Wattestäbchen hin? Meine Ohren jucken doch. Oh nein, oh nein. Schon gut, beruhig dich. Alles wird gut werden. So, ich habe noch meine Ersatzstäbchen. Alles wird gut. Gut, der erste Schritt meines Plans ging auf. Und nun ran an die Arbeit. Ich wickle das Ohrstäbchen um ein Taschentuch. Anschließend wird Tesafilm ringsherum gewickelt. Mir gefällt lila Tesafilm richtig gut. Echt hübsch. Das wickle ich nun um das Stäbchen. Sieht toll aus, oder? Was jetzt nur noch fehlt, ist Farbe. Wie diese Lebensmittelfarbe. Ich tunke die Watte in Farbe. Mal sehen, ob das funktioniert hat. Mein Kunstprojekt ist gerettet. Und wieso jetzt aufhören, wenn ich einen ganzen Regenbogen haben kann? Okay, zurück zum Kunstprojekt. Zack. Hallo Leinwand, hast du mich vermisst? Und nun geht's los. Ich bin ein wahrer Künstler. Perfekt, das ist ein richtiges Meisterwerk geworden. Okay, Leute, zeigt mal her, was ihr gemalt habt. Das ist mein Bild, ist das nicht toll? Mein Bild zeigt, wie man sich in einem dunklen Treppengang fühlt. Okay, da muss ich mal näher rangehen. Okay, okay, mir gefällt, wie das Blau mit dem Orange harmoniert. Okay, du hast ein harmonisches Gekritzel. Oh, was ist das denn? Woher kommen diese kleinen Stifte? Exzellent, die sind toll. Sehr gute Arbeit. Die leihe ich mir dann kurz aus, darf ich? Nur zu, kein Problem. Viel Spaß damit. Also dann, mein Notizbucheintrag, der noch fehlt. Oh mein Gott, was habe ich nur getan? Der Stift ist so cool. Der gefällt mir am besten. Wow, siehst du auch, was ich sehe? Okay, ich muss schauen, wie viel Geld ich habe. Ich habe bestimmt genug, um den zu kaufen. Wow, das sind aber viele Münzen und wenig Scheine. Hier liegt ein alter Stift. Bin gleich wieder da. Okay, der Stift ist echt öde. Mal sehen, wie lang der ist. Und ein Schnitt hier. Ein bisschen Kleber hier. Und nun kommt die Plastikkapsel obendrauf. Jetzt fehlt Schaum. Es kommt ein Streifen Kleber auf den Schaumstoff. Dann wird er um die Stiftmine gewickelt. Schön gerade und eng. Mit der Röhre mache ich kleine Kreisformen auf den Schaumgummi. Noch mehr Kleber und auch Glitzer kommt dazu. Das kommt nun in die Röhre. Und auch Flüssigkeit darf nicht fehlen.
Das Ende wird auch mit Kleber und Schaumgummi versiegelt. Und nun kommt Kleber auf das Stiftende. Nun wird die Glitzerröhre befestigt. Oh gosh, ist das Einhorn nicht süß! Du kommst auch an den Stift. Noch mehr Kleber und du kommst auf das Stiftende, kleines Einhorn. Yay, mein schöner Stift ist endlich fertig. Hey Julie, ich habe noch was für dich. Hier, guck mal, der Stift. Was? Oh mein gosh, der ist voll schön. Oh. Du bist meine allerbeste Freundin. Warte mal einen Moment, ich habe auch noch was für dich. Hier, dieses kleine Origami. Wow, okay, danke dir, echt. Oh je, sie ist nicht gut im Papierfalten. Wow, wie das glitzert. Echt schön. Das ist der beste Stift auf der Welt. Und was hältst du davon, Mr. Einhorn? Also, Cake Kitty, ich finde, das ist eine tolle Idee. Ja, dann lass uns das mit ein paar Einhornküssen feiern. Wow, feiern wir eine Einhorn- und Cake Kitty-Tanzparty. Was ist das? Er zeigt uns was. Das ist ein einzigartiges und limitiertes Handy-Etui mit Einhornmotiv. Oh, wow, was? Entscheide dich jetzt. Wir haben nur wenige Stück zum günstigen Preis von 200 Euro. Ruf jetzt an. Ah, ich will das. Ich brauche das jetzt sofort. Mama! Was ist passiert? Was ist los? Hast du dich verletzt? Okay, hör auf damit. Was ist los? Schau mal im Fernseher. Ich will das. Hä? Das ist doch ein Witz. 200 Euro für eine Handyhülle? Hahaha. Ist die nicht toll? Ich will eine. Bitte. Ah, na gut, Schatz. Mal sehen, wie viel Geld ich habe. Jee, ich kann es kaum erwarten, diese Handyhülle zu haben. Mama ist reich. Ich wette, sie kann mir 2 davon kaufen. Nein, 3. Oh, oh mein Gott, Schatz. Du hast Mami erschreckt. Das haben wir. Sieht aus, als wäre Mami ein bisschen knapp bei Kasse. Ich kann ihr diese Handyhülle nicht kaufen. Sie ist zu teuer. Hä? Was ist da drüben? Das könnte klappen. Hi, ich möchte 2 Telefonhüllen. Hey! Warte kurz hier, Schatz. Mami hat einen Plan. Okay, ich habe eine Einhornform und ich habe Epoxidharz. Wichtig ist, genug in der Spritze zu haben, um die ganze Form auszufüllen. So geht's. Jetzt muss es nur noch aushärten. Ich hol's jetzt raus, mal sehen, wie es geworden ist. Sehr schön. Jetzt klebe ich es an die Handyhülle, genau wie die anderen. Ich denke, sie wird sie lieben. Tina, schau mal, was ich hier für dich habe. Eine Überraschung. Wow, eine Einhorn-Handyhülle. Sogar noch besser als die aus dem Fernsehen. Ich liebe sie. Die beste, die ich je hatte. Warte. Was kommt denn jetzt im Fernsehen? Oh, Handyhüllen sind von gestern. Angesagt sind jetzt lustige Kopfhörer. Höre Musik und rocke mit deinen süßen Ohren. Wow, genau wie Cake Kitty. Die Fee hat meine Hausaufgaben weggenommen. Was? Sie liegt noch im Bett? Aber es ist schon so spät. Schon 7:30. Sie hat total verschlafen. Tina, Tina, Liebes, du musst aufwachen. Du bist spät dran. Nur noch 5 Minuten. Alles klar, wenn du es so haben willst. Tina, raus aus dem Bett! Wow, Mami kann auch abgehen. Was ist das für ein Krach? Hä, wer ist da? Guten Morgen, Liebes. Es wird Zeit aufzustehen. Was? Warum? Warum? Liebes, es ist schon so spät. 7.30 Uhr. Dein Zeitplan ist ganz klar. Du stehst um 7 auf. Oh, stimmt. Mein Zeitplan mit Schule und dem ganzen Zeug. Verdammt richtig, das ganze Zeug. Jetzt steh auf, du musst dich anziehen. Och, Mama, ich kann mich auch alleine anziehen. Ich bin kein Baby mehr. Oh, du siehst so süß aus. Wie eine kleine Prinzessin. Mir gefallen die Sachen. Danke, Mami. Oh je, deine Haare. Mit denen müssen wir noch was machen. Halt still. Nein, Mami, geh weg mit diesen gruseligen Bürsten. Die tun mir am Kopf weh. Huch, okay, aber wir müssen etwas mit deinen Haaren machen. Warte kurz. Vielleicht kann ich sie ja doch noch bändigen. Ich habe eine Idee. Mami ist gleich wieder da. Okay, ich habe diese Form für Haarspangen und da kommen die Nerds rein. Wenn die Süßigkeiten drin sind, kommt Harz dazu. Ich nehme klares Epoxidharz, damit die Farben schön zur Geltung kommen. Wichtig ist, dass alles vollständig mit Harz überzogen ist und dass die Formen bis oben gefüllt sind. So, das war's. Die Klammern sind angebracht und alles ist ausgehärtet und springen direkt aus der Form. Sie sind wirklich süß geworden. Liebes, schau mal, was ich hier für deine Haare habe. Süße Haarspangen. Hast du die aus meinen Süßigkeiten gemacht? Wow, ich liebe sie. Du hältst sie fest, während ich dir die Haare bürste und dann stecken wir sie dir ins Haar. Eine Haarspange kommt auf diese Seite und die andere kommt hierhin. Ja, ich habe Süßigkeiten im Haar. Das ist so cool. Danke, Mami. Gerne, du siehst so hübsch aus. Oh nein, du musst zur Schule. Komm schon, beeil dich. Für meine Bastelidee brauche ich viele Perlen. Ich weiß, du wirst sie lieben.
Als nächstes brauche ich meine Klebepistole. Ich drücke den heißen Leim auf die Perlen und achte darauf, dass jede Perle bedeckt ist. Niemand möchte ein gebrochenes Herz. Dieser Ring ist wunderschön. Das sieht tatsächlich gut aus. Und ich habe einen 3D-Stift. Ich zeichne zuerst den Umriss einer Blume. Jetzt kann ich sie ausfüllen. Ich fange mit den Blütenblättern an und lasse die Mitte noch frei. Dann wechsle ich die Farbe und mache die Mitte der Blume gelb. Da drauf kommt dieser Ring. Und das war's. Wow, dieser Ring macht mich glücklich. Jeder liebt Blumen. Schau dir das mal an, Püppi. Wow. Und schau dir diese Kette an. Wunderschön. Was, wie viel? 900 soll die kosten? Soll wohl ein Witz sein. Aua, mein Kopf. Es regnet Magazine. Die werde ich mir nie leisten können. Das ist ungerecht. Was kriege ich für einen Zehner? Dann werde ich mal ihren Tag retten. Hoffe, meine Verkleidung funktioniert. Wer bist du? Das ist unwichtig. Gehört das dir? Ja, schau dir mal diese Halskette an. Die würde mir super gut stehen, aber sie ist so teuer. Warte kurz, ich werde dir was zeigen. Wow, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das ist ganz schön viel Knete. Schleppst du die den ganzen Tag mit dir rum? Weil das wäre irgendwie seltsam. Verurteile mich nicht, ich will dir nur helfen. Oh, okay. Du kannst mit der die Kette machen. Das finde ich gut. Ich will die da. Ich mag blau. Du bist nett, aber umsonst ist die nicht. Ich hoffe, das reicht. Bei Bargeld bin ich immer glücklich. Ich muss aber prüfen, ob der echt ist. Und ich mache mich an die Arbeit. Ich habe die Knete zu einer Scheibe geformt. Und ich habe den unteren Teil einer Spitze abgeschnitten. Damit steche ich zwei Kreise aus. Sieht gut aus. Ich habe zwei Rollen aus weißer Knete gemacht, die ich in die Löcher stecke. Mit einem Winkelmesser teile ich die Scheibe. Jetzt brauche ich ein Glas. Damit entferne ich ein Stück. Das kommt erstmal zur Seite. Da kommt jetzt schwarze Knete ran. Und dann wieder das andere Stück. Ich habe es so geformt, dass es wie ein Mund aussieht. Jetzt rolle ich das, damit keine Naht bleibt. Das müsste reichen. Ich nehme das Metalllineal zum Schneiden. Es werden dünne Scheiben. Aber ich muss aufpassen, dass ich sie nicht zerquetsche. Ich denke, das reicht. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Jetzt mache ich daraus eine Halskette. Ich habe kleine Haken, die ich in die Knete stecke. Ich habe alle Scheiben verbunden und habe jetzt eine Kette mit Blue. Ich habe noch den Kettenverschluss angebracht. Schau mal, wie findest du sie? Wow, echt fantastisch. Mein Job ist getan. Tschüss, geheimnisvoller Fremder. Was für eine nette Person. Du brauchst auch Schmuck, Püppi. Keine Bange, ich mach dir was. Ich habe nämlich noch Knete übrig. Wow, so schick. Wir passen zusammen. Komm, lass uns unseren neuen Schmuck vorzeigen. Aufpassen, Klasse. Ich möchte, dass ihr diese Formel löst. Die ist etwas schwierig. So sieht sie aus. Ich hätte mal besser lernen sollen. Ich kapiere nichts davon. Nein, das wird so nichts. Hey, lass mich in Ruhe. Oh nein, mein Stift. Hey, Mickey, hast du einen Stift für mich? Ich habe meinen eben zerkaut. Warte, hier hast du. Okay, dann mal weiter. Ich werde bestimmt durchfallen. Oh, soll das ein Witz sein? Was war das? Oh, mein Stift, du Monster! Sch! Wie geht's? Kannst du mir einen Stift leihen? Ich würde alles für dich tun, Ashley. Zwei hintereinander. Warum passiert mir das immer? Ich fass das nicht. Ich bin wohl stärker, als ich dachte. Die Zeit läuft aus. Ich muss mich beeilen. Aber alle sind kaputt. Kann mir jemand helfen? Denk nicht mal drüber nach. Hey, warum schaust du mich an? Finde einen anderen Trottel. Ich kann es Ihnen nicht übel nehmen. Entschuldigung, haben Sie einen Stift für mich? Kein Problem, Ashley. Du kannst den hier haben. Nein, stopp! Verschicken Sie Ihre Stifte! Hab ich was verpasst? Weißt du, ich habe all meine Stifte verloren. Aber Sie hatten doch eben einen in der Hand. Ich weiß nicht, wovon du redest. Okay, dann muss ich mich damit begnügen. Ach, das ist sinnlos. Ich kann mir das nicht länger ansehen. Ich weiß, was zu tun ist. Ich brauche die Mine von meinem Stift. Denn ich bastle ja einen unzerbrechlichen Stift. Hier habe ich eine Stiftform. Dort lege ich die Mine rein. Ich dekoriere den auch hübsch. Dafür nehme ich Blütenblätter. Das wird ein hübscher Stift. Ich habe noch ein Gläschen Glitzer. Das schütte ich ins Epoxidharz. Dann muss ich umrühren. Alles schön vermischen. Und so sieht es aus. Jetzt gieße ich das Harz in die Form.
Die Blüten müssen komplett bedeckt sein. Daher fülle ich die ganze Form auf. Und wenn das Harz fest ist, kann ich den Stift aus der Form holen. Geht ganz einfach raus. Wow, schau ihn dir an. Ich gebe den gleich Ashley. Wow, ist der für mich? Den werde ich gleich benutzen. Der schreibt ja gut. Oh, komm schon, Ashley, machst du Witze? Hey, der ist noch in einem Stück. Ein beeindruckender Stift. Ich check das nochmal. Ja, der ist Ashley sicher. So eine emotionale Achterbahnfahrt. Bravo. Vielen Dank. Einsen für alle. Heute ist der Tag. Ich werde mich austoben und feiern. Okay, was ziehe ich an? Mal sehen. Das sieht gut aus. Eine ausgezeichnete Wahl. Ich ziehe mich schnell um. Wow, das sieht gut aus. Aber irgendwas fehlt. Ich will auffallen. Und ich weiß auch schon, womit. Ich habe genau, was ich brauche. Das ist so aufregend. Wow, schau es dir an. Das bringt Glanz in mein Outfit. Ich schau mal, wie ich aussehe. Oh, ich sehe umwerfend aus. Ich denke, ich bin soweit. Warte mal. Ashleys Diadem war eine Tragödie. Ich hätte Mitleid mit ihr gehabt, wenn ich nicht so viel gelacht hätte. Ich will das nicht mehr tragen. Wem mache ich was vor? Ich gehöre nicht auf diese Party. Ich roll mich einfach auf der Couch zusammen und bemitleide mich selbst. Ich werde nie wieder rausgehen. Was? Was ist hier los? Wow, meine Landungen werden immer besser. Oh, was ist los, Ashley? Hallo? Nie habe ich mal Glück im Leben. Was? Was ist hier los? Wer bist du? Und wie bist du hier reingekommen? Ich bin deine gute Fee. Was hast du für ein Problem? Ist das nicht offensichtlich? Ich wollte für die Party gut aussehen. Das ist alles? Du gehst auf den Ball. Ich meine, die Party. So gehe ich nicht raus. Mach doch was. Sorry, das ist dein neuer Zauberstab. Ich muss noch üben. Mach das nicht nochmal. Was jetzt? Schon gut. Gib mir einen Moment. Vielleicht, wenn wir, warte. Dieser Zauberstab sieht seltsam aus, aber den kann ich gebrauchen. Ich werde dieses Diadem verschönern. Mit dem 3D-Stift zeichne ich das Diadem nach. Ich gehe um die Edelsteine herum, denn ich erstelle erst den Rahmen. Ich liebe diese Farbe. Dann wechsle ich die Farbe. Und ich fülle die Edelsteine aus. Ich gehe bis an den Rand. Und dann noch die kleinen Edelsteine. Das nehme ich jetzt vorsichtig ab. Sag Hallo zu deinem neuen Diadem. Ich weiß, ich bin unglaublich. Hier, bitte. Oh mein Gott, ich werde emotional. Es passt perfekt. Warte, was passiert hier? Dieser Teil wird dir gefallen. Wow, das ist ja unglaublich. Aber die Brille passt nicht zum Kleid. Wow, schau mich an. Wunderschön. Vielen Dank, Liebe. Wo ist sie hin? Ich konnte ihr nicht sagen, wie viel mir das bedeutet. Aber ich danke ihr. Und jetzt zur Party. Lalala. Hallo. Willkommen in meiner Küche. Du bist eine tolle Meerjungfrau, Pippi. Was riecht hier so? Mama hat Cupcakes gemacht. Die sehen lecker aus. Finger weg. Wir haben technische Probleme. Ich will doch nur einen, Mama. Nein. Och, du bist voll gemein. Sie glaubt wohl, das ist was Besonderes. Dann zurück zur Schwanzflosse. Wo war ich? Die Sahne. Was hast du, Frau Hund? Sag das nochmal. Das hört sich gut an. Jetzt mache ich ein leckeres Tomatengericht. Nein, mach das nicht, Ashley. Hey, wie geht's denn so? Das ist meine Hündin. Sie mag lange Strandspaziergänge. Ashley. Hi, Mama. Verschwinde von hier. Sorry, ich wollte auch viral gehen. Jetzt stelle ich meine Cupcakes hier rüber. Das ist unsere Chance. Das perfekte Verbrechen. Mama ahnt nichts. Hey, schau mal, ich bin ein Social-Media-Star. Und jetzt wird gekocht. Dafür brauche ich diese Schüssel. Hä? Wo ist sie hin? Die muss hier doch irgendwo sein. Ich hätte es wissen müssen. Das war so gut. Seht ihr, womit ich mich hier rumschlagen muss? Hey, die will ich wieder haben. Ihr kommt mit. Gib mir die Schüssel. Ich weiß nicht, wovon du redest. Da ist Zuckerguss auf deiner Nase. Oh, wie ist er denn da hingekommen? Wahrscheinlich wieder ein Knick in der Matrix. Die Show ist vorbei. Alles ist ruiniert.
Vielleicht kriege ich's wieder hin. Gib mir einen Moment. Es tut mir leid. Ich wollte euch nur unterhalten, aber nicht mal das kriege ich hin. Hey Mama, schau mal. Wie fühlt sich das an? Da ist es gut. Warte mal. Lass mich mal sehen. Ashley, was hast du getan? Das war mein Schneebesen. Ich wollte nur helfen. Lass mich nachdenken. Oh, ich hab's. Und was soll ich damit machen? Warte, ich weiß. Das wird euch gefallen. Ich nehme die Plastikschnur und schneide sie zu. Dann arrangiere ich sie zur Kugel. Jetzt brauche ich den 3D-Stift. Mit dem verschmelze ich die Teile. Dann gehe ich nach oben, denn das wird der Griff. Ich habe einen neuen Schneebesen. Ist der nicht hübsch? Bald bekommt ihr den in meinem Online-Shop. Du hast einen Online-Shop? Na egal, hier ist deine Schüssel. Testen wir meinen neuen Assistenten. Er macht seinen Job. Wie schaltet man das Ding aus? Puh, was für ein Tag. Jetzt will ich mich entspannen. Das war harte Arbeit. Oh ja, das fühlt sich gut an. Da ist die Stelle. Ich habe meinen Marker und meinen 3D-Stift. Ich beginne die Kapsel einzudecken. Soweit, so gut. Nur nehme ich es vom Stift ab und male einen Bogen an meinem Entwurf hinzu. Der Bogen wird anschließend komplett aufgefüllt. Vor und zurück, vor und zurück. Okay, jetzt kommen diese Stücke ins Spiel. Ich befestige sie an den Seiten. Dann brauche ich Gelb. Ich male meinen Anfangsbuchstaben mit Gelb. Und setze den kleinen Hut auf meinen Kopf. Okay, jetzt kann's losgehen. Köpfe einziehen. Aua, what the heck, was soll das denn? Oh mein Gott, das war aus Versehen. Den Hut setze ich besser wieder ab und beschuldige die Ente. Heute ist aber auch gar nichts los. Ich möchte mir die Haare schneiden lassen. Oh, yes. Dabei helfe ich doch gerne. Bitte, setzen Sie sich. Vielen Dank. Wie ist das Wetter? Ist es immer noch heiß? Okay, welche Frisur haben Sie sich vorgestellt? Bitte nur die Spitzen schneiden und etwas mehr Volumen verleihen. Aber natürlich, da sind Sie hier genau bei dem Richtigen. Ich muss noch Ihren Sitz verstellen. Noch ein bisschen und noch etwas. Und nochmal. Okay, jetzt kann es losgehen. Ja, ist sehr hübsch. Es sieht wirklich sehr gepflegt aus. Da versteckt sich wohl ein Knoten. Was ist los? Wieso haben Sie plötzlich aufgehört? Kein Grund zur Sorge. Ich habe alles unter Kontrolle. Oh mein Gott, der Kamm ist in zwei gebrochen. Wieso schauen Sie so schockiert? Alles in Ordnung. Bin gleich wieder da. Was mache ich nur? Das war mein bester Kamm. Ich hab's. Aber natürlich, mein 3D-Stift wird mir behilflich sein. Ich brauche eine Kammvorlage, um die Linien nachzufahren. Den Kamm male ich mit meiner Lieblingsfarbe aus. Das läuft wie im Schnürchen. Okay, die erste Hälfte des Kamms ist geschafft. Nun fehlt noch der Griff, den ich mit hellgrün anmale. So eine schöne Farbe. Ich sollte sie öfters benutzen. Da ein neuer Kamm gemacht wird, soll dieser schöner sein als der alte Kamm. Wenn ich mit dem Grün fertig bin, sind die Blumen an der Reihe. Okay, fast fertig. Voila, ein neuer Kamm. Oh, sie ist eingeschlafen. Ich sollte mich besser beeilen und ihr Haar kämmen. Oh, sorry. Ich muss wohl für einen Moment eingenickt sein. Okay, dieses Mal werde ich das Level abschließen. Da ist sie, die letzte Schatzjagd. Ich schaff das. Hä? Was ist denn mit ihm los? Er ist so aufgeregt. Gleich bin ich mit dem Dungeon durch. Darf ich auch mal spielen? Hä? Vergiss es. Ich spiele jetzt. Bitte. Ich habe Nein gesagt. Ich spiele jetzt. Bitte, bitte, bitte. Nein heißt Nein. Wie du meinst. Kein Grund, so gemein zu sein. Na toll, meine Tasse ist wieder leer. Ich hab dich im Auge. Finger weg von dem Spiel. Ich hab dich im Auge. Finger weg von dem Spiel. So ein Fiesling. Okay, er ist weg. Das ist meine Chance. Er hätte nicht aufstehen dürfen. Er glaubt, er wäre gut in dem Spiel. Ich bin besser als er. Ja, ich hab einen Lauf. Er ist nicht ansatzweise so gut wie ich. Nimm das und das. Na, wie gefällt euch das? Oh nein. Das war seine Tasse. Das ist gar nicht gut. Oh nein, die ist voll kaputt. Was mache ich jetzt? So wird er ganz genau wissen, dass ich am PC war. Moment mal, ich hab's. Okay, Tasse, du kommst mit mir. Mit Hilfe meines 3D-Stifts werde ich dieses Problem schnell lösen.
Ich fahre die Bruchstelle der Tasse nach. Okay, okay. Bisher läuft das wie geschmiert. Ich muss mich beeilen. Jetzt muss ich das obere Stück und die beiden Enden miteinander verbinden. Das ist fast so wie nähen, nur cooler. Man muss viele Linien ziehen, um sie zu reparieren. Keine Sorge, der Feinschliff kommt etwas später. Im Moment konzentrieren wir uns auf die Grundlinien. Okay, ich hab's gleich und geschafft. Endlich repariert. Besser geht es nicht. Oh nein, er kommt wieder zurück. Ich muss weg. Schnell wieder hinsetzen. Geschafft. Hast du etwas angestellt? Ich behalte dich im Auge. Irgendetwas ist anders als vorher. Ich weiß nur nicht, was es ist. Alles bei altem. So, dann fülle ich die Tasse wieder auf. Ich darf nicht dehydrieren, wenn ich gewinnen will. So spritzig. Hat er etwas bemerkt? Hey, was ist denn auf meiner Tasse? Lalalala. Naja, sie scheint nichts damit zu tun haben. Halb so wild. Zurück ins Spiel. Danke fürs Staubsaugen, Mr. Brokkoli. Hä? Was? Oh, das war nur ein Traum. Wie viel Uhr ist es? Ich sollte auf mein Handy schauen. Nein, mein Handy! Nein! Das ist voll auf den Boden geknallt. Oh nein! Das Display. Oh mein Gott. Das ist ein Albtraum. Was ist passiert? Wo bin ich? Oh ja, mein Handy. Hey, ich lebe immer noch auf dem Boden. Ein Albtraum. Oh mein Gott. Schon wieder ein Albtraum. Shish. Moment, mein Handy? Meinem Handy fehlt nichts. Das war alles nur ein Traum. Aber dieser Albtraum hat mich auf eine Idee gebracht. Mein Freund und Helfer der 3D-Shift. Du kommst mal wieder wie gerufen. Mit meiner Lieblingsfarbe bemale ich die Handyhülle meines Handys. Mit Zickzacklinien fahre ich die Hülle nach, ziehe einmal rüber und beginne von vorn. Diesen Schritt wiederhole ich mehrmals. Die komplette Handyhülle muss mit 3D-Tinte bedeckt sein. Okay, die Rückseite ist bedeckt. Jetzt sind die Seiten dran. Auch die Seiten müssen gut bedeckt sein. Fertig! Meine 3D-Stifthülle ist endlich fertig. Mein Handy! Nichts passiert, dank deiner genialen Handyhülle. Oh mein Gott, was für ein Schock. Die Handyhülle erfüllt ihren Zweck. Okay, ich leg mich wieder hin. Nope, nein, das kann ich nicht anziehen. Auf gar keinen Fall. Wie furchtbar. Und meine Klamotten sind das allerletzte. Das ist ein Desaster. Was ist denn hier los? Ich habe nichts zum Anziehen. Wovon redest du? Das sind doch alles deine Klamotten. Jake hat mich nach einem Date gefragt. Jake? Oh mein Gott, was machen wir denn jetzt? Vielleicht sollte ich dieses T-Shirt anziehen? Was meinst du? Oder lieber dieses rote Kleid? Oder wäre das zu viel? Ich weiß nicht, ob das eine gute Wahl ist. Hey, mir ist eine tolle Idee eingefallen. Dieses gelbe Oberteil hatte ich total vergessen. Oh, aber ich habe keinen passenden Schmuck. Moment mal, ich weiß, wie wir dieses Problem lösen. Hä? Ich check's nicht. Ach so, Dad, du bist so klug. In der Schublade ist bestimmt etwas. Nein, das ist absolut gar nichts. So ein Jammer. Das wird das schlimmste Date aller Zeiten. Ich sollte ihm absagen. Es muss doch etwas geben, was wir tun können. Ohne passende Ohrringe gehe ich nicht vor die Tür. Basta. Uns wird schon etwas einfallen. Hey, dieses Kissen und mein 3D-Stift. Liebling, ich habe eine Lösung. Oh mein Gott, du bist der Beste. Ich habe eine Vorlage für eine Wassermelone. Die fahre ich jetzt nach. Mit Schwarz fahre ich die Outlines nach. Damit fahre ich einmal komplett das Stück nach. Und nun sind die inneren Linien an der Reihe. Okay, bisher gefällt mir echt gut, was ich sehe. Aber es gibt noch mehr Linien zum Nachfahren. Jetzt wird das Fruchtfleisch mit roter Farbe ausgemalt. Ohne Rot wäre es keine Wassermelone. Soweit so gut. Nur noch ein kleines bisschen. Jetzt kommt die Schale. Grün eignet sich hervorragend. Das macht echt Spaß. Ich sollte das öfters tun. Jetzt brauche ich noch etwas dunkelgrün. Und mit schwarzer Farbe male ich die Wassermelonenkerne. Nur ein paar Kleckse hier und da. Yes, nur noch ein kleiner Klecks. Juhu, ich bin fertig. Das sieht so schön aus. Natürlich brauche ich noch einen zweiten Ohrring und brauche Ohrstecker. Die Ohrringe sind mir echt gut gelungen. Die gefallen mir echt gut. Ich probiere sie gleich an. Und, was sagst du? Süß, oder? Danke für den Einfall, Dad. Die Idee hat mir den Tag gerettet. So, ich gehe dann mal auf das Date mit Jake. Okay, ich wünsche dir viel Spaß mit Jake. Wo ist mein Nackenkissen? Da ist es. Schon besser. Oh, das war mein Handy. Mein Foto.
Oh, na sieh mal einer an. Sie hat eine gute Zeit. So süß.